Es ist so wunderschön. Ja, ja. Und den wunderschön haben wir aber nichts, Mädel. Schau, was wir da oben haben. Baal war der aufdringlichste und unvorsichtigste unter den großen Übeln. Nach dem dunklen Exil wurde in dem Horadischen Tal gefangen und begraben. Jahrhunderte später befreite Diablo Baal. Daraufhin den Regenschein verderbte. Mit verheerenden Auswirkungen für die Barbaren, die in der Nähe des Ariad lebten. Kurz darauf wurde Baal von den Helden getötet. Stirb, Skeletor, stirb! Die Oase. Ja, falls ihr diese infernale Maschine, also die Zutaten dazu sammelt, hier in dieser Oase, in diesem Spielabschnitt, gibt es zum Beispiel dann einen Schlüssel davon. Bitte, helft mir. Die Flüchtlinge werden gute Sklaven abgeben. Und ihr eine gute Leiche. Genug Mana. Braucht auch nicht genug Mana. Ihr habt etwas wahrhaft Edles getan, Kriegerin. Lasst mich euch zeigen. Ja, bla bla, auf da. So wichtig ist. Gut, lass mich rein, geh weg. Wachen sollten diese Flüchtlinge mitnehmen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ihr habt das Richtige getan. Das ist alles, was zählt. Ich bin nicht der Krieger, der mein Vater war. Nehmt euch aus seinen Truhen, was auch immer ihr brauchen könnt. Super. Da, 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 da. Geht weg, ihr explodierenden Blumen. Mhm, da liegt eine Schachtel. Vor 3 Jahrhunderten war ein viel kleineres Kaldeum von kleinen Brunnen abhängig, um an Wasser zu kommen. Dann kam der mysteriöse Dalgur, der Kaldeum eine Oase von unvergleichlicher Pracht anbot. In einem Gebiet, von dem man bis dahin angenommen hatte, es sei nur Wüste. Alles, worum er bat, war, dass das Land für immer seinen Namen tragen würde. Dann verschwand er in der Ödnis. Tja, so ist das halt. Ja, befreien wir das Land von ihm. Und befreit haben wir's. Na, nehmen wir auch. So. Next run. Weg mit den Wagen. Ich habe nicht genug Mana. Oh, das reicht schon an Mana. Yeah, 24! Es ist leicht, sich auf die gefährlichen Feinde am Boden zu konzentrieren. Doch die Blutfalten beherrschen auf grausame Weise den Himmel. Diese blutrot gefiederten Vögel warten, bis ihre Beute sich in einer misslichen Lage befindet und schlagen dann zu. Beobachtet ihre Schatten und bleibt immer fluchtbereit. Ich bleib da mal bei meinem Giftpfeil. So, Opfer. Bounty Hunt lässt die Zombiehunde explodieren. Aha, ich erschieße aus den Leichen der Zombiehunde hervor und verlangsamt macht sie. Aha, gut. Jeder von euch geopferter Zombiehund hat eine Chance von 35% als neuer Zombiehund wiederbelebt zu werden. Aha. Ne, show, show. Oh, ich sehe schon ganze Zeit, ich habe diese Seelenerde gar nicht benutzt. Sollte mich mal schämen. Hm? Oh, da habe ich auch was Neues bekommen. Schaden verringert, Max Mana. Zombie Meister. Es können maximal 4 Zombiehunde gleichzeitig beschworen werden. Die Gesundheit der Zombiehunde und des Kolosses wird um 20% erhöht.
Aha. Gut, nehmen wir das jetzt. Ach, ist das noch nicht... Jetzt ist es bereit. Ich brauche mehr Zeit. Ach ja, die haben eine Abklingzeit. Gut, das nächste Mal beschwören dann. Eine Sackgasse. Und vielleicht noch eine. Ach, ihr dämlichen Blumen da. Schwindet! Schönes Lagerfeuer. Hier gibt's hier gar nichts. So, jetzt haben wir vier. Eieiei, wie ausgestorben auf normal. Was? Ach, verdammt. All jenen, die meine Leistungen als Forscher anzweifeln, präsentiere ich meine Ergebnisse bezüglich des Dünenderbes. Braucht mehr Zeit. Es kostete mich viele Jahre, die Wahrheit über diese seltsamen, tödlichen Erscheinungen herauszufinden. Doch meine Quellen lassen darauf schließen, dass es sich dabei um die verfluchten Überreste von Magiern handelt, die einen Dämon beschworen, der weit über dem lag, was ihre Macht zu kontrollieren. Voll gestorben. Naja, was soll's. Ich geweckt ist. Weißt du, Ding will ich nicht. Oh ja. Stirb, Reding. Da oben muss ich schon mal rein. Werde ich hier drin Soltun Kults Kopf finden. Wir sind uns einig. Kull, der Abtrünnige, muss aufgehalten werden. Er will die Macht der Steine duplizieren und sie sich zu nutzen. Er ist besessen von der Macht des Himmels. Ihre Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, wird uns alle nur ins Verderben stürzen. Nicht schlecht. La, 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 ihr müsst alle sterben. Ach, diese unterirdischen Ruinen da, die hasse ich. Ah, ich brauche wirklich viel mehr Mana. Wir haben eindeutig viel zu wenig Mana. Da liegt überall Gold rum. Sollen wir wollen, dass so eine Art Brotkrümmelspur sein? Hm? Hier, du komisches Ding. Ach, gehen wir zuerst darüber. Oh. Was Blaues aus dem Altar. Gibt's hier was rum? Nö. Boah, mir laufen schon 100 Viecher nach. So ein Hexenmeister ist echt krank. Hm? Brauche mehr Mana. Ach, du brauchst nicht mehr Mana. Oh, was Blaues.
Da drüben liegt schon wieder Gold auf der Straße. Tötet ihn! Oh! Da sind schon mal ein paar Dinger drin. Rubinchen. Alles ist hier tot. Ja, hier auch gleich. Oh, hier ist schon ein Teil. Oh, 15.000 Leben schon. Ich habe nicht genug Mana. Wird doch einfach so gutes Weg. Lalalalalalala. Zum Glück greifst du nur meine Viecher an. Bist du blöd. Und nochmal kotzen. So. In einer Woche brechen wir zu den Kull verspottet mich auf Schritt und Tritt. Ich versuche ihn zu ignorieren, aber sein Geschwätz ist unerschöpflich. Es macht ihm Spaß, mich zu verhöhnen. Ich werde mich nicht provozieren lassen. Ich werde nicht nachgeben. Ich sehne mich nach Stille. Wenn ich seinen Kopf sicher verwahrt habe, werde ich sie bekommen. Seht nur, da drüben. So eine Ja, ich hab nicht genug Mana, Hol dir mal mehr Mana. Weiß ja nicht. Du. Komische. Da. So. Ja, ich weiß, da unten hätte ich mich schon rausporten können, aber ich suche ja wie immer alles ab. Damit ich da wirklich alle Champions und Elite und so finde. So. Ich bin geheilt. Ja, da war gar nichts drin in der Tasche. Frechheit. Ja, wie schön, dass er ein Drittel Level gemacht. Ein paar Gegner umgehauen. So. Und weiter geht es jetzt. La 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 la. Wir benutzen den Heilbrunnen. Mhm. Und auch weiter. Okay, mal. Na ja, da. Da, was Blaues. Hier. Ja, lauf da rein, du Blödel. Was stehst du da hinten so einsam? Ja, tot ist er gleich. Ja, und jetzt? Super. Habe ich deine Beute? Schaust du blöd? So, zack, zack, zack. Da oben ist noch ein bisschen was zu.
Hex der Wiedergänger. Na schau, schau. So. Ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich eh schon. So, im Lager mit dir sprechen, kann ich mich gleich so rausporten. Wenn du dich weiter so zurückhältst, wirst du nie besser werden. Hallo? Es ist soweit. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Ich lebe wieder. Soltun Kull, wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren. Damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. So. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten Kults Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Nee, weg mit dem Kopf. Legt ihr nicht in meine Tasche. Der sabbert mir da alles voll. Wie billig doch das Sterben noch ist auf normal. Inferno kostet das dann locker mal 5000 oder so. Je nachdem, was man schon anhat. So. Ihr seid wirklich interessant, nicht wahr? Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Ich verstehe eure Rätsel nicht. Was wollt ihr sagen? Oh, mit der Zeit wird sich alles klären. Mit der Zeit. Ah, da unten gibt es so einen kleinen Dungeon. Sehr gut. Mit der Zeit. Oh ja, mit der Zeit wird sich dann alles klären. Ja, du. Arsch. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana. Aber vielleicht reicht es noch für die Vögel. Und diese komischen Würmdinger da. Gut gemacht. Oh, da fehlt ein Hund. Was soll das? So. Oh. Die Tür zu der Kammer ist magisch versiegelt. Die Steingesichter auf dem Boden scheinen auf unsere Anwesenheit zu reagieren. Wir würden es weiter untersuchen, aber als wir eingedrungen sind, etwas in diesen Hallen erweckt. Wir sollten uns hier nicht weiter aufhalten. Und wieder einer tot. Zack, den Hebel noch. Und offen ist die Tür. Ach, das ist ja mal nett. Gleich zu Beginn ein Schrein.
Mein Leben war lang und ich habe viel Reichtum angesammelt. Aber Gold hat mir nichts als Leid eingebracht. Und ich werde den Fluch meines Wohlstands nicht auf meiner Familie ruhen lassen. Diese Kammer soll meinen Schatz in alle Ewigkeit bewahren. Niemand soll ihre Geheimnisse erraten. Na gut, dann gehören deine Schätze mir. Ich bin nicht warm. Oh Gott, da oben die Leiste wird auch immer voller. Eieieiei, ich brauche bald einen dritten Monitor, damit die ganzen Begleiter und alles Platz haben. Ja, stirb! Ja, hin, bist du hin, hin! Oh nein, ich stehe hier in diesem komischen Dingsgriff drin. Noch eine Leiche. Sehr schön, sehr schön. Ach, das. Raufhängen geht man zu langsam. Dann nehmen wir einen Heiltrank. Wir haben genug. Da sind wir von oben runtergekotzt. Einfach wunderbar. Und jetzt noch ein Speedbuff dazu. Hui! Ich fliege! Ja, es wird so blau, es ist gezücht hier. Was heißt ihr wir? Ich ganz alleine. Ich hätte euch ja gar nicht gebraucht. Stirb du. So, was haben wir hier noch? Noch eine Leiche. Gut, da kann man noch lang gehen. Dann mache ich das auch noch. Und dann gehen wir in die Schatzkammer. Was steht da da? Ah, ein höheren Sammelradius. Sammelradius hat man dann auch. Warte, das ist eine Vase. Und hier kurz abbiegen. Ach, da liegt ja noch eine Leiche. Da, lauf schnell zurück. Lass mich hier rein. Danke sehr. Jesus, hier ist es. Ich hab's aufgemacht. Yep.